Die Impfpflicht wird kommen, die Impfpflicht, die ist da. Genau so kann man sicherlich die letzten Wochen zusammenfassen. Und es gibt bei dieser Impfpflicht auch natürlich Ausnahmen. Aber zuerst wagen wir einen kurzen Blick zurück, denn vor wenigen Wochen, da wurde sie, also die Impfpflicht, im Nationalrat beschlossen mit einer deutlichen Mehrheit. Dann vor wenigen Tagen, da war es dann auch so im Bundesrat so weit, der Bundesrat, der hätte da sozusagen ein Vetorecht gehabt. Aber sogar wenn der dagegen gestimmt hätte, dann wäre es maximal der Fall gewesen, dass die Impfpflicht sich wohl um 8 Wochen verzögert hätte. Das war natürlich nicht der Fall. Einzig und allein die FPÖ hat geschlossen dagegen gestimmt. Die SPÖ, die hat teilweise aber auch in einer klaren Minderheit dagegen gestimmt. Und das hat dazu geführt, dass es auch hier eine klare Mehrheit gab für die Impfpflicht. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der hat das dann unterzeichnet und nun steht der Impfpflicht nichts mehr im Wege. Deshalb auch die Impfpflicht ist wirklich schon fix da. Innerhalb dieser Impfpflicht, da wird es auch dann Ausnahmen geben. Personen, die nicht gestraft werden können, denn wenn wir uns ganz kurz an das erinnern, ab Mitte März kann man schon offiziell gestraft werden und zwar mit 600 Euro pro Quartal, wenn man denn erwischt wird. Und wenn man zum Höchstgericht geht, dann kann die Strafe nochmal maximal 3.600 Euro betragen. Am Ende eines Kalenderjahres wird es dann immer auf Null gesetzt und dann geht es wieder von vorne los. Nun die vorhin erwähnten Ausnahmen, nur auf die noch einzugehen. Eine Ausnahme ist zum Beispiel, wenn man sozusagen mit dem falschen Impfstoff geimpft ist. Zugelassen ist natürlich jeglicher EMA-geprüfter Impfstoff, also von der Europäischen Arzneimittelbehörde oder auch EMA genannt. Das sind die Impfstoffe, die wir kennen. Das ist BioNTech und Pfizer, das ist Moderna und das sind auch die weiteren üblichen in Österreich verabreichten Impfstoffe. Unter anderem nicht darunter fallen wird aber der russische Impfstoff Sputnik. Der ist also eine Ausnahme. Wenn man mit Sputnik gegen das Coronavirus geimpft ist, dann gilt man offiziell als ungeimpft in Österreich. Auch wenn eben schon mehrere Monate die letzte Impfung zurückliegt, auch das kennen wir schon alle. Ansonsten ist man natürlich ausgenommen von der Impfpflicht, wenn man genesen ist, das ist auch klar. Oder, und das wissen viele Leute noch nicht, das ist noch nicht so bekannt, zum Beispiel wenn man ein Krebspatient ist oder ansonsten noch schwere Nebenwirkungen bei einer Impfung aufweisen kann oder eine Impfung aus sonstigen Gründen auf jeden Fall gesundheitsgefährlich sein kann. Das sind aber auch schon die einzigen Ausnahmen. Ansonsten gilt für jeden die Impfpflicht und Phase 3 könnte genauso kommen. Da gäbe es dann einen Impfstichtag. Ab dem Zeitpunkt gibt es dann auch eine Einsicht, wer geimpft ist und wer nicht. Und da müsste dann jeder zahlen. Aber es ist noch nicht völlig klar, ob es überhaupt zur Phase 3, zu diesem Impfstichtag kommen wird. Das wird die Zukunft weisen, denn manche Experten werden auf jeden Fall auch weiter darauf bestehen, dass die Impfpflicht natürlich auch ihre Berechtigung hat. Aber wir uns langsam in einer Endemie vielleicht befinden, auch aufgrund der Omikron-Variante und auch der weiteren Subvariante. Das ist aber noch nicht fix. Was auf jeden Fall ganz, ganz fix ist, das sind die Ausnahmen, von der ich auch gerade gesprochen habe.